Zur Einstimmung im wahrsten Sinne des Wortes machen wir jetzt nochmal drei dieser Übungen. Und zwar, wir beginnen mit einem lockeren Summton, so wie wir gemerkt haben, dass er gut tief sitzt. Dazu machen wir nochmal erstmal so ein Und wenn wir dann da unten sind, dann kommt ein ganz lockeres. Und das machen wir dreimal. Okay. Sollen wir die Mikros aus oder anmachen? Ich weiß es Ich nicht. mag, wenn eure Mikros an sind. Dann Okay. höre ich euch. Aber ihr dürft es auch für euch machen. Es muss sich für euch gut anfühlen. Noch zweimal. Und ein drittes Mal. Wenn ihr das macht, ist das Wichtigste, dass es sich weich anfühlt. Es darf nicht so sein. Ihr dürft kein Brummen hören, ihr dürft nicht drücken, sondern es soll ganz, ganz sanft sein. Was wir jetzt machen, ist, dass wir den Mund aufmachen und dann ein Vokal dazu nehmen. Also es geht njam, 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 auch dreimal. Wir haben ja vor, heute uns mit dem Thema die Stimme als Wirkungsinstrument nutzen. Und dafür reicht es nicht, dass wir immer so entspannt sprechen, sondern wir wollen auch ganz lebendig sprechen. Jetzt stellen wir uns vor, wir essen wirklich etwas sehr Leckeres. Also ich liebe Erdbeeren, aber wir könnten uns jetzt auch Schokoladentorte vorstellen oder irgendetwas, was wir so richtig gern mögen. Und wir machen jetzt das Gleiche, was wir gerade gemacht haben, nur eben in Höhen und Tiefen. Ich mache es euch mal vor. Wenn ich etwas sehr lecker finde, dann mache ich ja auch sowas wie Also wir machen das Summen, aber in ganz unterschiedlichen Lagen und jeder so, wie er mag. Und los geht's. An mit dieser Kaubewegung. Unanständigerweise öffnen wir beim Kauen den Mund. Es geht und los. Sehr gut. Das ist einfach nur ein ganz, ganz lockeres, warm machen der Stimme. Wenn wir summen, sind nämlich die Stimmbänder geschlossen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe euch ja gesagt, im Kehlkopf liegen die Stimmbänder drin und die liegen so parallel und sie sehen eigentlich aus wie Lippen. Deswegen werden sie auch manchmal Stimmlippen genannt. Und wenn wir sprechen, gehen die Lippen auf und zu. Also eigentlich das Gleiche, was auch bei uns am Mund passiert, nämlich dass der Mund auf und zu geht und die Lippen eben sich bewegen. Genauso das Gleiche passiert bei den Stimmlippen im Kehlkopf. Wenn wir aber summen, gehen die Stimmbänder noch nicht auf, so wie es auch ist bei den Lippen. Also wenn ich summe, macht's, da ist es zu. Und wenn ich summe, sind auch die Stimmbänder zu und sie vibrieren nur. Und deswegen ist das die sanfteste Stimmübung, die wir machen können. Wir bringen also unsere Stimmbänder in eine lockere Schwingung, aber noch nicht in Aktivität. So ähnlich wie es auch wäre, wenn wir Hochleistungssport treiben würden. Zum Beispiel, ihr habt ja, ja seid bestimmt auch mal sportlich aktiv gewesen. Da macht man sich vorher locker.
Also wenn jetzt zum Beispiel Fußballspieler aufs Fußballfeld sollen und als nächstes dann Tore schießen sollen, dann werden die sich erstmal am Spielfeldrand locker warm machen. Und das macht man ganz locker, indem man locker läuft und noch nicht irgendwie was richtig Aktives macht. Und genau das machen unsere Stimmbänder. Und wenn ihr also schafft, morgens ein bisschen zu summen, einen lockeren Summton zu machen, dann macht ihr für eure Stimmbänder Jogging. Also Jogging für die Stimmbänder ist Summen. Wichtig ist eben, dass ihr das immer macht, bevor ihr Stimmübungen macht. Also bevor ihr dann irgendwie Mo oder gar Ho, Ho, Ho macht, ist es wichtig, dass ihr vorher gesummt habt. Das gilt auch für jede andere stimmliche Belastung. Ihr habt erzählt, dass ihr zum Teil manchmal einen ganzen Tag unterrichten dürft. Und da solltet ihr unbedingt vorher Jogging für eure Stimmbänder machen. Und je älter wir werden, desto notwendiger wird das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, wie das war, als ich Stimmtrainings gemacht habe mit Mitte 20, da musste ich mich weniger aufwärmen, musste ich meine Stimme weniger pflegen, als es heute notwendig ist. Also die Muskeln sind eben nicht mehr ganz so elastisch und für den Stimmmuskelapparat gilt das auch. Wenn wir aber regelmäßig etwas tun, dann können wir bis ins hohe Alter eine resonanzreiche, volle Stimme haben, weil es eben eine Sache des Trainings ist. Es gibt ja auch Sänger, die im hohen Alter noch fantastisch singen können. Und uns geht es darum, dass wir auch möglichst lang unangestrengt sprechen können. Und dafür sind solche Summübungen wundervoll. Ihr macht es also immer gleich. Erst den Körper stabil und in die Präsenz gehen. Nie Stimmübungen aus sowas heraus machen. Nicht so, das ist nicht gut, sondern immer aufrecht, immer anknipsen. Dann ein lockerer Summton und den so lange, bis es sich gut anfühlt. Und der nächste Schritt wäre jetzt, den Mund eben dabei aufzumachen, denn beim Sprechen ist ja der Mund nicht die ganze Zeit zu, sondern auf. Und je weiter wir ihn aufmachen, desto mehr Resonanz kommt da. Denn dieses Instrument hier oben, also die Klangräume, wo wir gucken, wo ist denn Klang? Da ist hier Klang und hier oben ist Klang. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe gesagt, die Instrumente, je größer das Instrument, desto tiefer und voller der Klang. Und so gilt es halt auch ihr. Je weiter ich den Mund aufmache, desto mehr Resonanz kann ich erzeugen. Deswegen als nächster Schritt dann eben dieses Miam, 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 Miam. Bei keinem Vokal mache ich den Mund so weit auf wie beim A. Und das sollte eben ganz locker sein. Deswegen vorher das M, also nicht A, 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 sondern Miam, 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 Miam. Eine super Vorbereitung. Also das gekoppelt mit dem Gurgeln ist ein super Stimmübungsprogramm. Jetzt könnten wir eben nur noch gucken, die Leistungsstimme. Da beschäftigen wir uns jetzt heute drum, wenn es um Wirkung geht, kann ich da noch Dinge draufpacken.